Puppenhaus. Ja, ich bin lost, Digga. Hab ich nicht verstanden, sag ich dir ganz ehrlich. Aber man muss auch nicht alles im Leben verstehen. So, bumm. Ab, bumm. Big Shack. Ach, Digga, ich, weißt du so, ich will mich manchmal ein bisschen anders hinsetzen. Ach, aber dann, also es zieht. Vor allem, aber so richtig rechtslastig. Meine rechte Brust, mein rechter Trizeps. Oh, Ripp, Digga, Alter. Junge. Oh. Man muss Kevin nicht verstehen, so nämlich. Warum hast du den Muskelkater? Ich war gestern beim Training und ich habe lange kein Brusttraining mehr gemacht und ich habe es dann gestern ein bisschen übertrieben und ja. Mute-Erinnerung. Alles klar, danke dir, Digga. Nee, falsch. Hier, bumm. So, perfekt, danke dir, Digga. Hab's heute gelesen, dass Amazon eine God of War Serie produzieren. Smash or Pass? Ja, kommt drauf an, wie die Serie wird, ne? Guck mal, das Ding ist, bei der God of War Serie, es kommt halt einfach drauf an, wie viel Budget die haben, weil die muss halt krass aussehen. Die Kämpfe müssen krass sein und so. Wisst ihr, was ich meine? Das kann halt super schnell super scheiße aussehen. Bei Last of Us ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig, aber ich würde sagen, bei God of War ist das schon sehr, sehr wichtig. Wo holst du eigentlich deine Memes her? Das ist verdammt. Ist das euer verdammtes Ernst, habe ich noch nie gehört. Das ist, manchmal muss man auch einfach Glück haben. Dieses, ist das euer verdammtes Ernst? Ich habe einfach bei YouTube habe ich eingegeben, ist das euer Ernst? Oder irgendwie sowas habe ich eingegeben. Und dann kam dieses Video, wo er gesagt hat, ne, ist das euer verdammtes Ernst? Vor allem das ganze Video ist so Zucker, Digga. Ich habe das in meiner Reaction, habe ich das komplett abgespielt, aber ich kann das hier auch mal machen. Digga, es ist so Zucker, Digga. So, An ernst. diesem Tisch wird nicht gelogen. Manchmal. Nee, warum ist denn hier nur Nebelnik? Oh nö! Hä, warte mal. Ist das? Nein, habe ich es mir nicht abgespeichert. Oh nee. Nee, nee, nee. Tom Hardy als Kratos? Laber nicht. Wirklich? Tom Hardy? Warte, was ist jetzt hier? Nee, nee, Beef. Hä, was ist passiert? Warte mal. Finde ich das? Ich hoffe, ihr steppt in dieser Shisha-Bar. Hast du meine Reaction gesehen oder kennst du das Video? Ist euer Ernst? Findet man das dann? Wie habe ich das denn gefunden? Hat jemand von euch den Link dazu? Wie habe ich das denn gefunden? Ihr Heuchler. Oder nee, Heuchler habe ich eingegeben, ne? Heuchler, so, das sagt er ja, ihr Heuchler. Ja, hier ist es. Ich habe einfach Heuchler habe ich bei YouTube eingegeben. So. Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst, ihr Heuchler? Ist das euer verdammtes Ernst, wo ich euch rausgerufen habe? Lasst irgendwas machen. Lasst Shisha-Bar gehen. Lasst rausgehen. Lasst irgendwas machen. Habt ihr abgelehnt? Habt ihr gesagt, nein, wir gehen nicht? Orkun hat abgelehnt und ihr alle anderen auch, ihr Heuchler. Wallah, ihr Heuchler. Ich hoffe, ihr stirbt in diesem Café. Ihr stirbt in diesem Café, Junge. Hoffentlich bleibt diese Shisha in eurem Hals stecken, ihr Heuchler. Wallah. Ihr seid einfach ohne mich dahingegangen, Wallah, wartet ab, das werde ich mir merken. Ich schwör auf Koran. Ich schwör auf Koran, wartet ab. Ich werde euch ficken, Junge. Ich werde euch ficken. Digga, er hat so Bock, Alter. Er hat so Bock, Digga. Das ist der Link dazu. Alter. Alter. Oh, kann sein, dass ich das auch noch öfter benutzen werde in Videos. Es ist einfach, es ist so So Gold. beautiful. Guy is so beautiful. Boah, Digga. Er fand das nicht gut, dass sie ohne ihn Shisha-Bar gegangen sind. Aber verstehe ich auch. Einfach 31er. Einfach 31er. Aber er hat einfach anders Bock. Junge. Guten Abend. Was geht ab? Ach, Junge. Leute, was. Achso, Leute, was meint ihr? Kevin, Smash or Pass? Uff, Alter. So eine Frage darfst du nicht stellen, Digga. Ich warte nur auf den richtigen Moment, um es in der Gruppe zu schicken. Ihr Heuchler, ihr Heuchler. Der ist so. Ach, Digga. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gelacht habe, als ich das gefunden habe, ne? Ehrlich.
Ich sage, manchmal muss man einfach Glück haben, ne? Der ist richtig salty, aber er hat Bock, er ist voll dabei so. Also der Hass, das ist echter Hass, den ihr da hört. Wenn ihr mal eine pure Emotion haben wollt und keine gefakte Emotion, da habt ihr es, Digga. Sieht man sein Gesicht jetzt? Von wem meinst du? Von dem Typen aus dem Video? Da ist halt nur die Sprachnachricht im Video. Oder was meinst du? Das Internet ist so geil, ja. Kennt das Dennis und so auch? Ne, den habe ich das tatsächlich nicht. Ich muss das, Victor muss ich das zeigen. Ich glaube, Victor wird das sehr, 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 sehr fühlen. Ach, Ethan. Ne, Ethan, Herr Kugel, er dreht sich dann immer weg. Er ist ein bisschen schüchtern. Er ist ein bisschen schüchtern. Von dir meint er. Ne, er meint ja Ethan, ne? Von mir halt immer im Stream. Ja, wie Victor einfach schüchtern. Ah, Victor muss ich das wirklich mal schicken. Ich glaube, Victor würde das anders fühlen. Ich zeig dem das, wenn wir heute unterwegs sind oder dann halt spätestens am 24. zeige ich dem das. Mein Lieblingsmeme ist das mit dem Combo los. Muss man auch mal verwenden. Mein Lieblingsmeme ist, was ist denn mit dem Kombi los? Ja. Kenne ich nicht. Oder jetzt so zumindest, wie du schreibst. Oder ich bin halt wieder lost. Ich kann nicht lesen. Analphabet. Bist du an Weihnachten nicht mit Familie? Doch, doch, doch. Also Weihnachten 24. ist erstmal, bin ich mit meiner Familie. Wir essen und dann nachts oder halt abends, einfach wahrscheinlich 10 Uhr oder so, dann gehe ich halt mit den Jungs nochmal essen. So. Das ist immer so, das ist so das Ritual, was wir jetzt haben. Wenn wir alle mit unseren Familien durch sind, dann gehen wir nochmal zusammen essen. Halt die Fresse! Und es ist das Beste, was wir bisher eingeführt haben. Fettsack, ja. Das ist halt krass. Ich meine, also wahrscheinlich werden wir halt nur einen Döner essen, aber ja, es reicht ja. Es geht ja nur um die Company. Also um die, war das richtig? Company klingt irgendwie jetzt komisch. Dann auch 5 Kilo, ja, bei Weihnachten doch sowieso. Nach Weihnachten ist sowieso immer lost. Vor allem, und dann halt mit den Tagen danach, weil an Weihnachten kriegt man ja dann noch viel Schokolade meistens so. Ja. So, was ist das jetzt? Gegen Merkel! Das Video geht 3 Minuten. Wo ist denn die gute Stelle? Aber kennt ihr gar nicht. 8 Millionen Aufrufe. Krass. Warte mal, ihr seht das gar nicht, ne? Oh, wie mache ich das denn jetzt hier wieder? Hier aus, da an. So, jetzt seht ihr das. Spule eine Minute vor. Ah, doch, ja, doch, das kenne ich, das kenne ich. Der überholt ihn, ja. Der zieht ja wie Sau. Digga, das ist aber wirklich. Digga, wie der da vorbeizieht. Hä? Sieht ja wie Sau. Geil. Ach, Digga. Geil. Internet ist einfach. Jo, ist einfach. Aber wirklich, also der, wie der da vorbeizieht, Alter, ist der geisteskrank. Wirklich. Kombi von Ferrari am Geil. Ja, wirklich, Alter. Junge. Der zieht ja wie Sau. Geil. Was ist das für ein Kombi? Aber bei sowas ist immer halt immer schwierig, wie soll ich das denn in einem Video benutzen? Also für ein Need for Speed Video, okay, aber ansonsten immer schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Lightning McQueen in seiner Prime, ja. Aber ist ein gutes Video, Digga, ist ein gutes Video. Kommt das? Need for Speed oder was meinst du? Nee. Aber ich habe voll Bock. Ich habe überlegt, ob ich mir Need for Speed hole. Oder meinst du das? Victor Need for Speed. Ich hätte das auch. Hast aber auch wieder Geld ausgeben, ne? Boah, Digga, ich bin so froh, wenn die neuen Kopfhörer da sind, ne? Das fuckt mich so ab mit diesen Dreckskopfhörern. Das sind eigentlich echt gute Kopfhörer. Aber guckt euch mal an, wie das hier rausgeht, Digga. Es ist einfach zum Kotzen. Dann sagt doch nicht. Nee, ich meine nur als Beispiel, das wäre halt, dieses Meme wäre gut. Digga, es ist mega krass am Rechnen.
Warte mal. Ich mach mal kurz. Ich bin kurz weg. Ich muss Fenster zumachen. Diese Kopfhörer fucken so ab, Digga. Das ist unfassbar. So. Aber morgen ist ja zum Glück vorbei. Morgen kommen neue. Also. Ja. So. Hat einer von euch das neue Need for Speed geholt? Ist das gut? Okay, let's go. Was hältst du davon, dass der Arkham Batman zurück in... Suicide Squad ist? Ist er? Nee, weil sich 80 Euro Need for Speed Trash. Aber das neue Need for Speed soll doch eigentlich ganz gut sein, oder? Gute Dinge davon gehört. Und es sieht sehr, sehr cool aus. Mit diesen Cartoon-Effekten und so. Aber 80 Euro, ja, deswegen. Ich weiß auch nicht, ob ich 80 Euro für Need for Speed ausgeben möchte. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, diese animierte Qualm und so. Digga, das sieht fucking sick aus. Generell die ganze neue Artstyle-Richtung finde ich cool. Das ist was anderes so. Bin ich immer für. Digga. Dein Schnurrbart hat geredet, Alter. Kirito, Junge. Zwei verschenkte Subs. Ehrenmann. Euros in den Chat, Boys. Einfach nur der andere Ehrenmann. Einfach der Community Subs geschenkt. Let's go. Der hat das Geld locker sitzen. Jo, ja. Ach, geil. Ehre, Jungs. Ehre, wirklich. Shoutout an euch alle. An alle, die zugucken, an alle, die Subs verschenken, an alle, die chatten, einfach Kuss. Wirklich. Streaming, da werde ich auch übermorgen nehmen vielleicht Victor und ich schon den Podcast auf. Können wir ja eigentlich machen, wir sind ja beide zu Hause. Wenn wir den Podcast aufnehmen, werden wir über das Jahr nochmal reden. Und da kann ich auch nur sagen, Streaming ist eines der besten Sachen, die ich angefangen habe. Digga. Eines der besten Sachen. Es macht so Bock. Du liest mehr Chat, als du zockst, du bist brav. Ja, Bruder, weil Chat ist halt das Wichtigste. So, ich enjoye auch sehr, sehr, auch wenn ich natürlich nicht so viel mitbekomme immer von den Games, ich enjoye es sehr, Resident Evil wieder zu zocken. Ich sag's euch ehrlich, der Third-Person-Modus ist geil. Ich feiere ihn sehr. Also für Resident Evil 8 finde ich sogar den Third-Person-Modus besser als den First-Person-Modus. Zu Resi 7 wird's nicht so passen, aber ja. Oh Gott. Ja, guck mal, hier ist... Wenn Ananas eine Freundin hätte... wäre es sie. No hate. Aber sie liegt auch komisch drauf, oder? Die liegt ja doch auch komisch drauf. Aber sie gibt aber auch Gas. Jawoll, Junge! Nicht schlecht, Digga. Die zieht ja wie Sau. Das wird nicht passieren, keine Sorge. Ja, Ananas, du brauchst einmal ein schönes Gamer-Girl. So, ne? So wie die ich immer in meinen Videos einblende. Gib's mir, Doggy. Gib's mir, Doggy. Ist eigentlich auch ein guter Song, um Stream anzufangen, oder? Werde immer alleine in deinem Keller mit Tom und Bananenbrot stehen. Aber ist auch gut so. Du bist ja dann nicht alleine. Gamer Girl mit Döner. What? Ohne Scheiß, Ananas, eigentlich dürfen wir uns niemals im Real Life treffen, aber sollte es irgendwie mal passieren,
Da werde ich mir zum einen die Augen zuhalten, weil ich nicht sehen und die Ohren zuhalten. Also, aber wir gehen Döner essen. Du musst mal einen Döner essen, Digga. Du musst mal einen Döner essen. Gibst du mir Doggy vor dem ersten Dark Souls-Stream? Ach, Junge. Uff, Alter. Ripperino. Werde Maske tragen, jawohl. Maske tragen und nichts sagen, so. Ich kann mir keinen von euch vorstellen. Wobei, nee, Tomba habe ich ja schon mal gesehen, so ein bisschen, ne? Ist es Ich weiß nicht. da mehr? Oder ich brauche. Wie nenne ich dich? Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen ausspreche und ich will ihn nicht. Soll ich dich einfach Wu nennen? Oder Wo? Wie soll ich dich nennen? Sonst kann ich dich gar nicht ansprechen. Du hast bei Insta irgendwie auf Reface, ja, genau. Anders braucht jemand. Wer? Dich, du. Ich, ja, du. Ja, du. Ich kann dich nicht ansprechen, weil ich deinen Namen nicht aussprechen kann. Du hast mir ja mal geschrieben, man spricht das so aus, wie Google Übersetzer das sagt, aber ich habe nicht verstanden, wie Google Übersetzer das sagt. Wir sollen irgendwann mal ein Fan-Treffen veranstalten. Also ich sag's mal so, es ist nicht geplant. Ich wüsste auch gar nicht wie und wo und ob überhaupt Leute kommen würden. Ich glaube, weiß nicht, ob ich dafür schon groß genug bin. Und auf so öffentliche Veranstaltungen gehe ich halt auch mega selten, ne? Sowas wie, guck nochmal, AMK. Hast du mir nochmal geschrieben oder was? Sowas wie Gamescom oder so war ich halt noch nie. Und da hatte ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht vor, dahin zu gehen. Aber, ach, weiß ich nicht. Vor allem das Ding ist, wenn wir uns da mal treffen, dann müsst ihr ja nicht sagen, wer ihr seid, ne? Weißt du, Ananas kann ja sagen, nee, ich bin ein stiller Zuschauer, ich schreibe nie was, weißt du, aber dabei ist es halt einfach fucking Ananas so. Und ich weiß es nicht, aber er weiß es. Das wäre natürlich auch wild. Nein, bei Google Übersetzer. Ananas tat sich mit Döner. Gibt's eigentlich noch diese Wrestling-Spiele? Hab damals mit meinem Vater auf dem GameCube immer gezockt. Bruder. WWE. Ne, wie ist das? WWE versus SmackDown oder so? Oder, ne, WWE. SmackDown, WWE versus Raw 2008. Das hatten wir alle. Ich hatte das auf. Auf der Wii hatte ich das. Und Crimes hatte das auf der. Auf der PS3 und das haben wir alle so viel gezockt. Nenn mich wo? Ich nenne dich einfach Wu. Ich nenne dich einfach Wu. Dann, ne? Dann weiß jeder Bescheid. Du bist jetzt Wu. Ich weiß nicht, ob du das so, ob man das so aussprechen soll, aber weißt du was? Ist mir egal. Ananas heißt auch nicht Ananas und ich nenne ihn so. Ich nenne dich jetzt Wu. Ja, sogar richtig, ja, perfekt, Digga. Guck mal. So, was muss ich machen? Aber die WWE-Spiele waren früher sehr, sehr geil. An denen muss man waschen, ne? So, können wir hier? Können wir da? WWE 2K22 habe ich gehört. Ey, ich muss aber auch sagen, 2008, das Ding war auch das Einzige, was ich glaube ich gezockt habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendein anderes WWE-Spiel gespielt habe. Aber das war halt legit sehr, sehr sick. Ne? Man konnte sich ja auch seinen eigenen Kämpfer machen. Und bei uns sahen alle Kämpfer gleich aus. Alle Kämpfer hatten diese John Cena-Frisur. Alle Kämpfer hatten ein Bandana, oberkörperfrei. Mit einer kurzen Hose in hier Tarnmuster. Also quasi fast John Cena einfach so legit, aber ja. Das war einfach geil. Camouflage, ja, genau. Camouflage.
Hat jemand von euch Resident Evil 8 noch nicht gespielt und noch nicht gesehen? Also kennt das jemand von euch nicht, das Game? Royal Rumble war der geilste Modus. Ja, das war cool. Wenn du kämpfe, du Affe. WWE war früher richtig krass. Ich habe das auch echt gerne geguckt, so, ne? Ja. Cringe, wenn man das nicht kennt. Ich habe es nicht gezockt. Ja, einfach nur, weil... ihr wisst ja, in meinen Streams kommt... Ich mag sehr gerne mit euch Horrorspiele spielen, aber die Horroratmosphäre kommt natürlich nicht durch. Und dieser Abschnitt, dieser ganze Abschnitt ist eigentlich sehr, sehr sick. Aber das werdet ihr in diesem Playthrough hier im Stream nicht mitbekommen. Aber das ist sehr, sehr geil. Auch mit diesen Nachrichten von Mia immer so. Das ist richtig creepy, weil das Spiel an sich ist halt null gruselig. Aber dieser Abschnitt ist sehr, sehr krass. Der ist sehr, sehr krass. Vor allem, was später noch passiert. Ja. Hab's auch nicht gezockt. Ja, okay. Dann könnt ihr gespannt sein. Selber gespielt und geliebt, ja, Mann. Ich liebe dieses Game auch, wirklich. Es ist einfach ein gutes Game, so. Das Baby spielt das Smash. Ja, das Baby ist krass, Digga. Das Baby ist krass. Guck mal, hier auch die Box von Resident Evil 7. Ja, ja. Digga, Alter, mein Junge, meine rechte Brust, die ist gerade die ganze Zeit unter Spannung. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Digga. Ich hab irgendwie voll Angst, dass sie gleich verkrampft. Was ist denn jetzt los? Ich mach doch gar nichts. Alter. Falls ich gleich jetzt irgendwie so einen Krampfanfall bekomme oder auf dem Boden liege, dann... Ja, die rechte, nicht die linke, ne? Oder ist das bei einem Herzinfarkt egal? Das ist die linke... Ne, aber für euch ist das Spiel verkehrt. Hier, das ist mein rechter Arm. Ich habe die Cam extra gespiegelt, weil wenn ich zu euch auf den Chat gucke, dann gucke ich halt quasi ins Bild rein, anstatt so. Weißt du, wenn ich es nicht spiegeln würde, dann würde ich halt einfach in die andere Richtung gucken. So, das ist halt doof, ne? Der sterbende Boss, so nehme ich, Alter, Ethan, hör mal auf zu atmen, Digga. Wie gehe ich denn raus? So. Habe es schon verstanden. Ja, ich wollte es nochmal, ne? Ich wollte es nochmal. So, warte, wir müssen den scheiß Ring hier waschen. Wo ist das Wasser? Ich höre es doch. Da. Untersuchen. Bumm. Wo ist denn die VR-Brille für den Chat? Nimmt sich krass an, guck mal, Nippelgröte. Nee, das ist halt einfach... Ein sehr, sehr starker Muskelkater. Und ich habe ein bisschen Angst, weil normalerweise kickt bei mir Muskelkater immer 2 Tage später. Wenn der schon einen Tag später kickt, dann heißt das, es wird ein richtig schlimmer Muskelkater. Und ich war gestern halt Training. Ich habe heute auch ein kleines Workout durchgezogen. Aber damit mehr Fokus auf die Beine, weil Arme ging nicht. So, 0-5-2-9-11. 0-5-2-9-11. 0-5, ich gucke nicht in den Chat. Ihr verwirrt mich nur. 2, 9, 11. Bumm. Aha. Oh ja, guck mal da. Jetzt kommen wir jetzt. Jetzt wollt ihr alle hier auf Ehrenmann machen. Ja, außer Wu. Er ist halt einfach wieder ehrenlos, Digga. Guck mal, aber dieser Gang ist doch extra an PT angelehnt, oder? Kann mir doch niemand was erzählen. Boah, Jungs, wisst ihr, wie gerne... Wirklich, wie gerne ich PT mit euch zocken würde. Bruder. Alter. Ja, das wird nix. Ja, ja. Dafür müsste ich mir eine PlayStation mit PT auf eBay kaufen. Danke mir, Baby. Ja, jeder Gang ist an PT angelehnt. Ja, PT, das ist auch noch so ein Ding. Ich würde halt voll gern mal ein Video zu PT machen, aber ich kann es halt nicht mehr spielen. Aber PT ist das Playable Teaser. Das war ein spielbarer Teaser für das neue Silent Hill von Hideo Kojima, was dann halt letztendlich gecancelt wurde. Also, ne, weil Hideo Kojima dann von Konami weggegangen ist und so. Aber das war ein Teaser und das ist ungelogen. Ich habe es ja selber nicht mal gespielt. Das ist das
gruseligste Stück Unterhaltungsdingens, ihr wisst, was ich meine, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Kein Film, kein Spiel, kein nichts, was im Entertainment-Bereich ist, kam an das ran, was dieser Teaser war. Und ich habe selber nicht mal gespielt. Ich habe nur Let's Plays davon gesehen. Und ich habe mir in die Hose geschissen, Digga. Das ist das Gruseligste, was ich bisher gesehen habe. Es ist geisteskrank und ich will es mal selber spielen. Ich will das mal selber alleine nachts hier erleben. Erstmal ohne euch und dann mit euch. Dann hast du aber noch nicht Roblox Horror Games gesehen. Don't. Guck euch später Videos, mach das, Digga. Das ist, ja. PT ist heftig. PT ist heftig. Ja. Ach, stellt euch mal vor, da wäre ein ganzes Game rausgekommen, was das so geschafft, was solche Emotionen geschafft hätte wie PT. Digga. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber da hat, ja. Stattdessen kommt ja jetzt Silent Hill 2 Remake, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Konami verkackt es nicht. Aber dann denke ich mir so, ich wünschte, Hideo Kojima würde halt ein Horrorspiel machen. Weil der Bruder hat's ja anscheinend drauf. Warum macht er hier einen fucking Postboten-Simulator? Mach ein Horrorspiel, Digga. Death Stranding langweilig, ja. Mit Norman Reedus war PT, ja. Genau. Hat man ja am Ende erfahren. Ach, Digga, am Rücken kratzen ganz schlimm. Es tut alles weh. Oh! Okay, cool. Alles klar. Halt die Fresse! Ja. Jetzt komme ich hier nicht. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das Silent Hills sollte ja mit Guillermo del Toro erscheinen, aber Konami ist scheiße. Ja, aber der war doch dann auch in Death Stranding drin, oder? Der war doch dann auch in Death Stranding. Also nicht nur Reedus, sondern auch der. Ja, aber Konami ist lost, Digga. Konami ist lost. Haben geile IPs so mit Death Stranding. Ach, mit Death Stranding, mit Silent Hill und Metal Gear und so und machen halt nur so eine Scheiße. Ja, machen nur noch Glücksspielmüll. Pachinko-Automaten oder wie es da heißt. Einfach Rotze. Deswegen wundert es mich, dass sie überhaupt noch Videospiele machen wollen. Hoffen wir mal, dass die Silent Hill-Spiele jetzt gut werden. Ich habe so ein paar Videos gesehen, ich habe mir die nicht angeguckt, aber ich habe nur so die Thumbnails gesehen, wo Leute meinten, so, das wird nichts mit Resident Evil 2 und so. Ich will es jetzt nicht so schwarz malen. Ich bin immer so für, hey, komm. Ne, vielleicht wird's ja geil und so, aber ja. Und wer ist jetzt in Weihnachtsstimmung? Bruder, ich bin schon die letzten 5 Jahre nicht mehr in Weihnachtsstimmung. Aber ist nicht schlimm so. Ich komme immer nur am 24. in Weihnachtsstimmung. Ich bin reich und ich scheiß auf. Feier dich, feier deine Videos, feier deine Streams und feier deine Community. Ehrenmann, warte, jetzt muss ich nachgucken. Ich habe das jetzt natürlich, jetzt habe ich, weil ich dachte mir so, niemand spendet über Streamlabs, habe ich Streamlabs natürlich nicht offen, damit ich das sehen kann. Ah, Kirito, Ehrenmann, 5 Euro. Ehre, danke dir. Ich feiere es, dass du uns alle feierst. Danke dir, Digga. Danke für die 5 Euro, Ehrenmann. Was war das? Das war eine Spende, Digga. Bin in Gaming-Stimmung. Oha, er belief nicht. Ja, ich kann doch ganz schnell nachgucken, ist alles gut. Aber danke dir, ne? Wirklich, Ehrenmann. Genau, Euros in den Chat. Spart euch euer Geld, kleiner Tipp, aber trotzdem. Euros in den Chat, so. Guck mal, einfach die Ehren-Community hier. So, jetzt müssen wir dieses kleine Rätsel machen, ne? Vor allem, da habe ich auch so drüber nachgedacht, ne? Guck mal, ich habe jetzt einfach einen Fünfer von jemandem bekommen. Und ich habe so letztens diesen Clip gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo Knossi bei Monte war. Und da kommt dann halt so ein Zuschauer und gibt Knossi halt so einen Zehner in die Hand, weil er meinte, ich kann im Stream nicht spenden, deswegen wollte ich dir diesen Zehner geben. Und wie fucking unangenehm das ist, ne? Dass der Junge ihm gerade im Real Life einen Zehner gibt. Das ist so, ich könnte das niemals annehmen. Das ist so, als würde mir ein Bananenbrot dann im Real Life einen Zehner geben. Weißt du, aber so im Stream fühlt sich das so,
ja, was heißt normaler? Ein bisschen weird fühlt sich schon an, ne? Dass man einfach so Geld bekommt, aber wisst ihr, was ich meine? Ist irgendwie, ja. Wie soll man Euro in den Chat machen, wenn man kein Abo hat? Ah ja, stimmt. Ja, Bruder, wir müssen irgendwie die Follower-Emotes freischalten. Und dann hat jeder diese. Aber ich weiß nicht, wie man die freischaltet. Weiß es einer von euch? Wie schalte ich Follower-Emotes bei Twitch frei? Ach ja.